In diesem Video zeige ich dir, wie du jemanden auf Facebook blockieren kannst. Das bedeutet, du hast mit dieser Person auf Facebook nichts mehr zu tun. Du siehst deren Beiträge nicht mehr und die Person kann bei dir auch nicht mehr kommentieren oder irgendwie mit dir in Kontakt treten. Ich mache das jetzt mal am Beispiel der Person Katrin Habenschaden. Das ist, wie gesagt, nur ein Beispiel. Ich gehe auf ihr Profil und habe jetzt hier rechts oben entweder den Bereich Freunde, da kann ich sie als Freundin entfernen, aber sie könnte, je nachdem, wie ich mein Facebook eingestellt habe, auch weiterhin bei mir kommentieren. Wenn ich das auch unterbinden möchte, dann klicke ich auf diese drei Punkte hier und gehe dann auf Blockieren. Und hier geht dann nochmal ein Fenster auf, da werde ich nochmal daran erinnert, was dieses Blockieren genau bedeutet. Das heißt, diese Person kann meine Inhalte auf Facebook nicht mehr sehen, sie kann mich nicht mehr markieren, sie kann auch keine Unterhaltung mehr mit mir beginnen. Und wenn ich jetzt hier auf Bestätigen klicken würde, dann hätte ich Katrin Habenschaden für mein Profil komplett blockiert.